Herzlich willkommen zum zweiten Block heute am Freitag bei der Voskes 2020 in Freiburg. Das radiologische Notfallinformationssystem wurde bis letztes Jahr noch mit proprietärer Software betrieben. Das wurde inzwischen geändert. Es läuft jetzt ausschließlich mit Open-Source-Komponenten. Und wie die zusammenarbeiten, wie das Ganze funktioniert, erklärt uns jetzt Marco Lechner. Ja, danke schön. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen am heutigen letzten Konferenztag. Mein Name, wie Volker schon gesagt hat, ist Marco Lechner. Ich arbeite seit ein paar Jahren beim Bundesamt für Strahlenschutz. Bin der Voskes-Konferenz schon lange verbunden, weil ich 2008 das Ganze hier, als es das erste Mal in Freiburg stattgefunden hat, organisiert habe. Bin lang der freien Software sozusagen schon verbunden, aber irgendwann vor ein paar Jahren hat das Bundesamt für Strahlenschutz eine Stelle ausgeschrieben, die so reizvoll war, indem sie gesagt haben, sie wollen ihr Notfallschutz-Informationssystem mit freier Software aufbauen und dass im Notfallschutz relativ viele Geokomponenten mit drin sind. Das war klar und daraufhin konnte ich an der Stelle starten. Was ist denn das Bundesamt für Strahlenschutz? Wir sind auch hier in Freiburg, auch an anderen Standorten in Deutschland. Wir sind eine selbstständige wissenschaftlich-technische Bundesbehörde im Geschäftsbereich des BMU, also des Bundesumweltministeriums. Und unsere Aufgabe ist vor allen Dingen, die Kompetenzen im Bereich des Strahlenschutzes in Deutschland zu bündeln. Das war auch nötig nach Tschernobyl, weil dort ein bisschen Probleme bestanden, wer jetzt für was irgendwie zuständig ist, Ressortkonflikte, unterschiedliche Informationen wurden nach außen getragen und das ist im Bereich radiologischer Notfallschutz, was eben nur eine unserer Bereiche ist, eben der Punkt, wo man gesagt hat, da muss man jetzt irgendwie das Ganze zusammenfassen. Wir haben ungefähr 500 Beschäftigte an 6 Standorten bezüglich G5-Diskussionen, wird auch gerade ein 7. Standort ins Leben gerufen und aus meinen kurzen Jahren jetzt beim Bundesamt, muss ich sagen, ein recht angenehmer Arbeitgeber. Das Bundesamt für Strahlenschutz definiert sich natürlich erstmal aus einem gesetzlichen Auftrag und die Sachen, die jetzt für das radiologische Notfallschutzsystem relevant sind, ergeben sich aus dem Strahlenschutzgesetz von 2017, also ein relativ neues Gesetz. Natürlich gab es vorher auch schon eine gesetzliche Grundlage, aber bei diesem neuen Strahlenschutzgesetz, das natürlich verknüpft ist mit dem Atomausstieg in Deutschland, sind einige Dinge neu geregelt und festgelegt worden, die auf unser bestehendes Notfallschutzsystem gravierende Auswirkungen hatten. Wir haben im Paragraph 106 festgelegt, dass der Bund ein radiologisches Lagezentrum einrichten und betreiben soll oder das zu tun hat. Im Paragraph 107 ist festgelegt, dass die Länder auch bestimmte Aufgaben haben. Das heißt, die müssen Daten sammeln und übermitteln an ein zentrales System und auch Informationen. Also da geht es nicht nur um blanke Daten, sondern auch um Dokumente auf digitaler Ebene. Und wir müssen, Paragraph 108, ein radiologisches Lagebild für den Bund erstellen. In Paragraph 161 bis 163 ist das Ganze dann noch ein bisschen technischer festgelegt. Das heißt, das Bundesamt für Strahlenschutz hat eigene Daten zu erheben, was wir auch tun mit einem radiologischen Messnetz, das etwa 1800 Sonden in Deutschland hat. Also damit praktisch flächendeckend alle 20, 30 Kilometer steht irgendwo eine Sonde rum, die Ortsdosisleistung misst, aber eben auch in den Paragraphen 161 bis 163 festgelegt, welche Länder denn die Daten zu sammeln, zu erfassen, zu verarbeiten und zu bewerten haben. Und es steht dort, das zitiere ich jetzt, dass das Bundesamt für Strahlenschutz als Zentralstelle des Bundes für die Überwachung der Umweltradioaktivität ein integriertes Mess- und Informationssystem für die Überwachung der Umweltradioaktivität betreibt und die dort in dem IMIS zusammengefassten Daten müssen dann auch den zuständigen Landesbehörden direkt zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, Daten mit Geobezug sammeln, bewerten, erfassen, alles schön prozessieren, Dokumente daraus erzeugen, um den Entscheidungsträgern die entsprechenden Grundlagen zur Verfügung zu stellen, dass die richtigen Maßnahmen empfohlen werden.
Das war mit dem bisherigen Notfallschutzsystem nicht leistbar oder hätte zumindest, das war ein proprietäres System, extrem hohe Entwicklungskosten erfordert, sodass man sich beim Bundesamt für Strahlenschutz für eine andere Strategie, nämlich eine Neuentwicklung, entschlossen hat. Wir haben gesagt, okay, das Problem ist ja, wir können mit dem bestehenden Dienstleister das nicht umsetzen oder zumindest nicht für den Steuerzahler für einen erträglichen Preis, weil wir von dieser einen Firma, die das System über mehrere Jahre entwickelt hat, auch abhängig sind. Wir haben keine Möglichkeit, den Code zu ändern, obwohl er uns vorliegt. Wir können schön den Code angucken, können auch sehen, ob unser vorheriger Dienstleister gute oder schlechten Code geschrieben hat, aber wir dürfen nicht mal irgendwo ein Komma einfügen, ohne dass wir da entsprechend Ärger kriegen würden. Entsprechend haben wir gesagt, das neue System soll diese Einschränkungen nicht mehr haben, sondern es soll ein nachhaltiges System sein, wo wir selbst immer das, was wir betreiben, in der Hand haben. Unsere Entwicklungsgrundsätze, die wir daraus dann aufgelegt haben, sagen, wir möchten zunächst mal, weil warum selbst entwickeln, wenn es das Ganze schon irgendwo gibt, etablierte Open-Source-Software-Komponenten nutzen. Wir wollen für den Datenaustausch und Dokumentenaustausch intern und nach außen da natürlich selbstverständlich offene Standards verwenden. Gut, wenn man da von Geo-Komponenten spricht, dann ist es klar, dass wir OGC-Standards ins Feld führen und im radiologischen Umfeld gibt es noch einen Standard der IAEA, also der Internationalen Atomaufsichtsbehörde, der nennt sich IRIX. Der ist jetzt für radiologisch spezifische Sachen vorhanden, den verwenden wir für einen Dokumentenaustausch. Wenn es natürlich keine passenden etablierten Open-Source-Software-Komponenten gibt, die unseren Ansprüchen gerecht werden, dann haben wir gesagt, nehmen wir eben bestehende und gucken, ob wir die ergänzen und erweitern können. Und das ist natürlich genau der erste Schritt, wo die Projekte dann auch entsprechend profitieren, weil wir sagen können, was wir da hinzubauen, das kommt natürlich allen zugute. Und als letzte Konsequenz, wenn es da gar nichts gibt, das sich sinnvoll erweitern lässt, da gehen wir dann her und entwickeln tatsächlich komplett eigene Softwarekomponenten. Die sollen dann aber konsequent unter einer freien Lizenz gestellt sein. Und das ist bei uns üblicherweise die GPL, die wir da verwenden. Ist natürlich dann nett, man hat eigenen Code. Und bevor aber, wir sind ja jetzt keine Behörde, die jetzt irgendwie 20, 30 Entwickler dann hat. Das heißt, das lässt sich nicht alleine stemmen. Das muss man natürlich mit Unterstützung von Dienstleistern, mit denen wir über Jahre sehr gut zusammengearbeitet haben und auch noch zusammenarbeiten, tun. Aber es ist klar, wenn der Code, der da entwickelt wird, irgendwie sowieso zu veröffentlichen ist, dann tun wir das auch selbst aktiv als Behörde. Das heißt, wir haben auf GitHub einen eigenen Bereich OpenBFS und da sind die Eigenentwicklungen von uns oder auch teilweise Forks von irgendwelchen Sachen, wo mal was probiert wurde, entsprechend für die Öffentlichkeit zugänglich. So, das integrierte Mess- und Informationssystem, um mal so ein bisschen die Struktur kurz noch darzulegen. Es ist also die Messebene, die jetzt von irgendwelchen Labors, Ländern, auch von Bundesmessnetzen kommen oder auch von mobilen Systemen. Darauf aufgebaut fließen die Daten in unser Gesamtsystem rein, sprich irgendwo landet das ganze Zeug in der Postgres-PostGIS-Datenbank und daraus werden dann gegebenenfalls noch automatisiert oder über interaktive Werkzeuge, über ein WebGIS Dokumente erzeugt, Kartendokumente, Text-Tabellendokumente, die dann der Entscheidungsebene in einem Content-Management-System, in einem speziellen, man spricht von einer elektronischen Lagedarstellung, dann zur Verfügung gestellt werden. Und letztendlich der Krisenstab hat das dann als Entscheidungsgrundlage, weil dem kann ich nicht die Spezialwerkzeuge eines WebGIS zur Verfügung stellen, um die richtigen Maßnahmen zu empfehlen. Wenn man dann die Komponenten so ein bisschen anguckt, die im IMIS betrieben werden, dann haben wir eben im Datenbanksystem Postgres PostGIS eingesetzt. Da sind jetzt noch nicht so irgendwie größere Eigenentwicklungen passiert, haben einen eigenen WebGIS-Klienten entwickelt, gemeinsam eben mit unseren Dienstleistern, haben eine Dokumentenerzeugungskomponente und im Bereich OpenStreetMap noch Dienstleistungen wie Hintergrundkarte, Geocoding, Routing und so weiter, die sich teilweise jetzt momentan auch in einer Neuentwicklung
befinden. Wie ist der Status? Es gab hier schon im Rahmen der FOSCIS häufiger Vorträge, die auch so aktuellen Stand einzelner Komponenten ein bisschen vorgestellt haben. Wir haben es jetzt seit Anfang des Jahres geschafft, dass unser IMIS 3 im Vollbetrieb ist. Unser altes IMIS 2, also das proprietäre System, wird zwar noch intern betrieben, aber nur noch um ein paar Restmigrationen durchzuführen. Und das öffentliche Geoportal, das ist sozusagen genau die Komponente, die auch der Bevölkerung frei zugänglich ist, ist de facto aber das Gleiche, was wir auch intern benutzen, nur dass ein paar Werkzeuge abgespeckt sind und natürlich die Layer, die zur Verfügung stehen, andere sind. Aber im Großen und Ganzen ist das genau das, was wir in den Jahren entwickelt haben mit den entsprechenden Komponenten dahinter. Schaut man sich das Ganze noch mal ein bisschen genauer an, sehen wir, dass wir hier in der Datenbankebene eben eine Datenbank haben, in der viele, viele Daten gesammelt werden, auch relativ stark normalisiert, und dass wir eine Diensteebene haben, in der wir einen Geo-Server einsetzen. Da konnten wir auch schon einzelne Weiterentwicklungen und Unterstützungen im Rahmen unserer Entwicklung leisten. Und wir haben noch ein Geo-Network an der Stelle, der nimmt ein paar besondere Aufgaben wahr. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Und als Frontend, also das, was für den Nutzer sichtbar ist, dann das WebGIS-System, eben das ist, was man dann entsprechend sieht. Gucken wir uns mal an, was beim WebGIS verwendet wird. Wir setzen hier die Bibliotheken OpenLayers und XJS ein und für die Verbindung des Ganzen ein GeoExt. Dann kommt eine BASI-GX-Bibliothek mit rein und für die Darstellung von Zeitreihen und Balkendiagrammen. Und das ist für uns relativ wichtig, weil wir einfach zeitlich relevante Daten haben, D3JS, Proj4JS und so weiter. Damit haben wir ein GIS-Werkzeug, das auch um viele Werkzeuge noch erweitert ist, inklusive Drucksuchfunktion und so weiter. Und wie gesagt, der GIS-Client ist auch auf GitHub entsprechend veröffentlicht. Auf die anderen Komponenten, GeoServer ist relativ normal, allerdings nutzen wir durchaus auch die Funktionalitäten, die er mitbringt, um Attribut- und Zeitfilter zu realisieren und Zeitreihendaten abfragen zu können und eben auch Attributdaten filtern zu können. Der GNOS ist ein bisschen speziell, der Geo Network Open Source ist ein bisschen speziell, weil wir den nicht nur dazu verwenden, die normalen Metadaten zur Verfügung zu stellen nach ISO 19139, sondern wir haben da einen Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, wir möchten hier eine gewisse Dynamik in unserem System haben und haben dann ein eigenes von ISO 19139 abgeleitetes Schema entwickelt. Und warum? Da komme ich jetzt gleich dazu, denn auf unseren WebGIS-Klienten möchte ich mal kurz ein bisschen eingehen. Ich möchte die These aufstellen, dass unser erstmal recht spezifisch aussehender WebGIS-Klient, der über die Jahre entwickelt wurde, eigentlich ein generischer WebGIS-Klient ist, der auch von anderen gut eingesetzt werden könnte, die prinzipiell die Anforderungen haben, ich brauche ein WebGIS, ich habe Zeitreihen und Balkendiagramme, die ich noch mit in dem System den Nutzern zur Verfügung stellen möchte und vielleicht noch ein paar andere nette Features. Das Besondere an dem WebGIS-Klienten ist nämlich, wenn der lädt, so sieht er dann aus, dann lädt er natürlich eine Vielzahl von Dateien und auf drei möchte ich kurz eingehen. Er lädt eine sogenannte App-Context-JSON, er lädt später eine Layer-Set-JSON, das sollten Sie sich gerade kurz merken, und dann irgendeine mit einer UUID und einer .json. Und warum das Ganze? Wenn man sich diese App-Context-JSON mal anguckt, die initial ganz am Anfang geladen wird, dann steckt da einiges dahinter. Dann ist es nämlich eine JSON-Datei, in der Dinge festgelegt werden, wie die Hintergrundlayer, die zu verwenden sind, in der festgelegt wird, gut, wie jetzt der initiale Ausschnitt ist, welches Koordinatensystem, welcher Zoom, wo aber auch einige URLs festgelegt werden. Also wo das WebGIS später seine Geodatendienste findet, wo die Layerset-JSON zu finden ist, wo die Metadaten abgefragt werden können. Das bekommt das GIS nicht über eine statische Datei, sondern die kommt von einem anderen Service erstmal mit. Das heißt, der WebGIS-Klient an sich ist erstmal total dumm, aber er kriegt am Anfang gesagt, wie er sich eigentlich zu konfigurieren hat.
schauen wir das Ganze dann an und schauen die nächste Datei, denn er hat ja über die App-Context-JSON unter anderem auch gesagt gekriegt, wo er denn seine Layer-Set-JSON findet. Schauen wir uns an, was da eigentlich rüberkommt. Fällt auf, dass das eine JSON-Struktur ist, die ein Layer-Tree beschreibt. Das heißt, wenn ich unseren WebGIS-Klienten nehme und irgendwo einen Service habe, der einfach sagt, hey, die und die Layer-Struktur sollst du jetzt mal in dich integrieren, dann ist im Endeffekt der Layer-Tree hier schon dynamisch aufgebaut. Das ist natürlich auch dann benutzer- und rollenabhängig sehr gut lösbar und funktioniert so sehr gut. Es fällt allerdings auf, dass in diesen Children der Ortsdosis-Leistung, die sich dann hier so im Geoportal wieder abbilden, Ortsdosis-Leistung mit den entsprechenden Children, inhaltlich eigentlich nur ein Text steht, der hier dann auftaucht, und eine UUID. Mehr weiß das System bis dahin noch nicht. Es weiß nur, es gibt einen Layer, den soll ich hier unter dem Label ODL 1 Stunden einfügen. Aber was der kann und was der tut, ist noch völlig irrelevant. Aber es weiß, welche UUID dafür notwendig ist. So, und wenn ich dann mal gucke, wie die zugehörige JSON-Datei, die jetzt vom GeoNetwork abgerufen wird, aussieht, dann sehe ich, dass die zwar als JSON, aber relativ bekannte Metadaten enthält, wie beispielsweise hier den Titel oder hier ein Abstract. Das sind die Sachen, die man so üblicherweise von Metadaten ja auch kennt. Wenn wir allerdings weiter gucken, gibt es da einen Eintrag BFS Layer Information. Und da sind jetzt weitere Sachen drin. Da steht dann hier erstmalig ein Eintrag Legend Title. Das heißt, wenn dieser Layer in die Legende geladen wird, wie soll denn da der Titel eigentlich dargestellt werden? Der soll natürlich nicht nur ODL 1H heißen, sondern da habe ich ein bisschen mehr Platz. Da soll was anderes heißen. Und hier ist auch erstmalig vom Metadatenserver die Information übermittelt, wo findest du diesen überhaupt? Ist es denn ein WMS-Layer oder ein WFS-Layer? Unter welcher URL, unter welchem Layer-Namen, unter welchem Pfad kannst du denen denn laden? Ist Transparenz zu unterstützen oder nicht? Also von daher hochdynamisch und über das Metadatensystem konfigurierbar. Es gibt auch einen Eintrag Filter, BFS-Filter, in dem beispielsweise festgelegt ist, dass wir hier einen Zeitfilter haben, Point in Time, mit einem Anfangs-, einem Endzeitpunkt, welches Stepping an der Stelle relevant ist, dass es Stundendaten sind, welche Attributfilter da sind und so weiter. Und so können wir aus den Informationen, die wir im GeoNetwork Open Source verwalten, also nicht jetzt nur die Inspire-relevanten Metadaten, sondern auch all die Metadaten, die der Klient braucht, um zu wissen, was kann dieser Layer überhaupt, entsprechend viel, viel mehr Möglichkeiten anbieten, die dann der GIS-Klient auch auswerten kann und seine ganze Oberfläche, sein ganzes Verhalten darauf ausrichten kann. Ist ein Layer klonbar? Hat er eine Zeitreihe? Unter welcher URL finde ich die Zeitreihendaten dazu? Wenn ich eine Zeitreihe aufbaue, wie ist denn X- und Y-Achse zu beschriften? Ist es logarithmisch oder linear, wie die X- Y-Achse beschriftet werden muss und so weiter? All das ist in den entsprechenden Metadaten mit enthalten. So, jetzt war natürlich die Frage, probieren wir das auch irgendwie? Und dann bin ich hergegangen und habe im Rahmen von einem Lehrauftrag, den ich an der Hochschule Karlsruhe habe, einer studentischen Gruppe gesagt, nehmt doch mal unseren Klienten und guckt mal, ob ihr den mit irgendeinem anderen Thema, das Zeitreihendaten hat, irgendwie gefüttert kriegt. Dann haben die von Baden-Württemberg die Grundwasserdaten genommen und haben mal geguckt, Zeitreihe passt, und haben gesagt, wir bauen das jetzt mal um. Die haben jetzt kein GeoNetwork Open Source genommen, sondern haben eine statische Metadatendatei genommen, haben die angepasst. Und was tatsächlich rauskam, ohne viel Anpassungsaufwand, die meiste Zeit war, das ganze Ding an sich mal zu verstehen für die Studierenden, aber die Umsetzung war dann mit sehr wenig Aufwand, ein komplett anderes Geoportal zu haben mit den entsprechenden Daten. Von daher sage ich, unser GIS-Klient, den wir über viele Jahre entwickelt haben, ist durchaus so generisch, dass er mit der entsprechenden Infrastruktur außenrum von vielen Personen eigentlich nutzbar ist, die Zeitreihen und Balkendiagramme auch noch in ihrem GIS drin haben wollen. So, jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken, weil eigentlich ist die Zeit schon fast durch. Wir haben aber die
Hauptkomponenten im Endeffekt, die wir in dem Bereich jetzt einsetzen und die ab jetzt produktiv sind, neben Mapfish Print für die Dokumentenerzeugung, dann eigentlich schon durch, weil der Rest, der ist dann definitiv nicht mehr geospezifisch. Da kann ich gerne im direkten Gespräch noch mehr erläutern. Möchte nur noch ein kurzes Resümee nach diesen Entwicklungsjahren geben, ob denn die Entwicklungsstrategie des BFS erfolgreich war. Wichtig ist, und das können Sie in den Folien dann auch so nochmal nachlesen, wenn ich das als Behörde mache, brauche ich die entsprechende personelle Ausstattung, um das Ganze managen zu können. Das gibt es nicht für kostenlos. Ich brauche ein paar Kenntnisse natürlich in dem thematischen Umfeld, wo ich mich bewege. Ausschreibungen als Entwicklungsdienstleistung, wie wir das gemacht haben, sind nicht ganz einfach. Wenn man es aber geschafft hat und einen Dienstleister gefunden hat, mit dem man sehr gut zusammenarbeiten kann, und das ist an der Stelle essentiell, dann ist es eine wunderbare Arbeit, wo man auch selbst viel lernt, was die Mitarbeiter motiviert, wo man unterm Strich dann sagen kann, klasse, das hat wirklich definitiv sehr gut funktioniert. Zur Finanzierung sage ich jetzt nichts weiter, außer dass wir die Neuentwicklung mit ähnlichen Kosten wie sonst die normale Wartungs- und Supportverträge des Altsystems waren, geleistet haben und da in der Zukunft das sich auch entsprechend reduzieren wird. Und ob das Ganze dann auch nachhaltig ist, das werden die nächsten Jahre zeigen. Wir hoffen eigentlich, dass das IMIS 3 das letzte IMIS-System war, das wir tatsächlich als neue Version entwickeln mussten, weil wir jetzt einzelne Komponenten natürlich doch immer austauschen können. Und da stehen auch in den nächsten Jahren, also es ist kein Ende dieser Entwicklung, noch einige Dinge vor uns. Ich möchte schließen mit einem Zitat von unserer Präsidentin Inge Paulini, die gesagt hat, mit IMIS 3 stellen wir langfristig sicher, dass in einem radiologischen Notfall alle beteiligten Akteure schnell und auf einer einheitlichen Informationsgrundlage handeln können. Zugleich machen wir uns unabhängig von einzelnen Softwarefirmen und Produktlizenzen. So sparen wir Kosten, gewinnen Flexibilität und machen einen großen Schritt hin zu mehr digitaler Nachhaltigkeit. Auch werden alle beim BFS entwickelten Softwarecodes veröffentlicht und können von Behörden und anderen Interessierten für eigene Anwendungen genutzt werden. Uns geht es damit so gut, dass wir nicht nur als Firma sagen, wie die Firmen draußen sagen können, we hire, auch wir haben gerade Stellenausschreibungen laufen. Also wer in einer Bundesbehörde gerne ein bisschen Open-Source-Entwicklung machen, managen möchte, da lohnt sich auch der Blick auf unsere Homepage. Dankeschön. Vielen Dank, Marco. Es ist sehr zu begrüßen, dass der Bund auch solche Projekte fördert und auch freigibt. Hat jemand dazu eine Frage? Steht ihr dazu auch mit anderen Behörden vielleicht schon in Kontakt, dass die das auch nutzen könnten, wie zum Beispiel Umweltbundesamt? Uber ist natürlich scheinbar nah, weil immerhin auch dem BMU unterstellt. Da ist es nicht so, dass es da direkte Kontakte gibt. Also auf IT-Ebene gibt es das, aber wir sind ja eine Fachabteilung. Also da ist noch nicht so viel im Gange. Wir auf diversen Gremien, wo wir natürlich als Beschäftigte des BFS auch immer mal wieder aktiv sind, Imagi und Ähnliches, da werden solche, halten wir die Fahne für die Open-Source-Strategie natürlich hoch. Wo sich eher Ansatzpunkte momentan noch finden, ist bei den Ländern, also auf fachlich gleicher Ebene im radiologischen Bereich. Da gibt es Teile, die jetzt nicht von der GIS-Ebene her, aber von unserer Laborsoftware sagen, hey, das ist eigentlich ein so gutes System, das könnte doch bei uns das Laborinformationssystem in gewisser Weise ersetzen. Also da deutet sich ein bisschen sowas an, aus dem GIS-Bereich noch nicht, aber ich glaube eben deswegen wollte ich das ein bisschen deutlich machen, dass unser WebGIS-Klient eigentlich generisch ist und gar nicht so spezifisch, nur weil radiologische Daten zu sehen sind, ein radiologischer GIS-Klient, der total spezifisch angepasst ist, sondern eigentlich kann man damit ziemlich viel anstellen, wenn man sich dem mal ein bisschen nähert. Du hast ja am Mittwoch bei der Einführung auch über Dokumentation gesprochen. Wie sieht es denn mit der Dokumentation bei eurem Projekt aus?
Die Dokumentation ist im Code, nein, das ist sie natürlich auch. Es sind ja unterschiedliche Komponenten und das, was unter GitHub veröffentlicht ist, das ist natürlich dann je nach Softwareprojekt, wie das ansonsten auch ist, unterschiedlich. Die größeren Projekte, da wird natürlich auch Wert drauf gelegt, dass automatisch Dokumentationen erzeugt werden können. Bei anderen kleineren Sachen ist es dann halt doch irgendwie der Code-Schnipsel. Das hängt ein bisschen von der Komponente zur Komponente ab. Wir versuchen aber konsequent, unsere Projekte so zu gestalten, dass sie dockerisierbar sind. Also da liegt eigentlich immer ein Docker-File drin und mindestens ein README. Und ansonsten sind wir als direkte Ansprechperson natürlich auch da. Aber wie so häufig, an der Dokumentation kann man meistens doch immer mehr machen. Da haben wir die kritische Masse noch nicht erreicht. Halt. Bitte das Mikro nochmal drauf drücken. Ja. Also ich hoffe, man kann mich trotzdem hören. Jetzt klappt's. Ja, wunderbar, super. Dankeschön. Also so wie ich das verstanden habe, haben wir jetzt ja eure Publikationsebene, Publikationssystem kennengelernt. Mhm. Was nutzt ihr für die Kartenproduktion? Also für die Karten? Heißt die Ausbreitungskarten zum Beispiel. Also für die Kartenproduktion, um wirklich zu Dokumenten zu kommen, haben wir einen Mapfish-Print im Einsatz. Okay, also ihr nutzt keinen QGIS oder... Nee, weil wir sind an der Stelle komplett auf Services und WebGIS-Sachen abgestellt. Es gibt schon etwa 80 QGIS-Nutzer bei uns im Amt. Das weiß ich, weil als ich angefangen habe, stand das Telefon nicht mehr still, weil die Leute mitgekriegt haben, da gibt es plötzlich einen, der sich mit QGIS auskennt. Und dann musste ich an der Stelle ein paar Einführungskurse halten und dann hat das nachgelassen. Das heißt, QGIS kommt als Desktop-GIS bei uns zum Einsatz, aber ist jetzt nicht als Standardkomponente ins Notfallschutzsystem integriert, sondern ist eher so für die Spezialbereiche. Wir haben auch unterschiedliche Phasen in so einem Ereignis, so einen Notfall, den wir ja bewältigen wollen. Da ist insbesondere die erste, die kritische. Und da sind wenig individuelle Lösungen möglich, sondern da muss das Zeug einfach laufen. Und wenn da ein paar Tage dann passiert sind, dann wird das Ganze auch ruhiger, dann geht es in die Nachsorge von so einem Unfall und dann hat man auch mehr Zeit, spezifischer die Fragen zu beantworten und dann kommt natürlich QGIS zum Einsatz. Da haben wir auch kein ArcGIS, zumindest nicht bei uns in der Abteilung irgendwo rumhängen. Okay, also nur letzte Information. Meines Wissens arbeiten eure Schweizer Kollegen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Die arbeiten in-house auch mit QGIS. Und mittlerweile eben auch mit einem System, das heißt Cartas Albireo. Und das werden wir in 5 Minuten, glaube ich, vorgestellt bekommen nochmal. Mhm. Also von daher so ein kleiner Link bei der ganzen Geschichte. Ja, also wir sind mit dem BAPS nicht so arg verbunden, eher mit der NAZ. Da ist unser Direktkontakt erstmal. Und ich hätte jetzt nächste Woche direkt ab Montag einen QGIS-Kurs an der ETH Zürich gegeben, wo Leute vom BAPS dabei gewesen wären. Aber der ist jetzt leider aufgrund der bekannten Situation abgesagt worden. Also da hätte ich den Kontakt eigentlich gerne etwas intensiviert. Ja. Okay, danke. Eine kurze Frage lasse ich noch zu. Er hat mich kurz gemeldet, eher was Organisatorisches. Diese Unabhängigkeit, die man sich dadurch erwirbt, andere Komponenten dort einzusetzen. Wie sieht es nachher im Betrieb aus? Habt ihr euch dann so aufgestellt, dass ihr das alles intern auch abdecken könnt, den Support, Fehlerbehebungen und so weiter? Oder ist dann die Entwicklerfirma doch langfristig mit im Boot, im Betrieb? In dem Fall muss ich sagen, wir hoffen, dass die Entwicklerfirmen, die wir bis jetzt hatten, langfristig im Boot sind, weil wir mit denen einfach gute Erfahrungen haben. Aber wir müssen natürlich alle paar Jahre immer wieder ausschreiben. Und wir hatten bei einer Komponente auch den Fall, dass der Dienstleister den Vertrag nicht erfüllt hat und wir dann spontan uns jemanden suchen mussten, der diesen Vertrag übernommen hat. Das war jetzt nicht im Geobereich. Und das hat aber... Klar, mit 2-3 Monaten Einbußen, die man dann bei sowas in Kauf nehmen muss, wunderbar funktioniert. Also diese Flexibilität, dass auch wirklich eine Firma, von der man scheinbar abhängig ist, wegbricht, die hatten wir wirklich auch während der Entwicklungsphase und das konnten wir, finde ich, relativ gut kompensieren. Ja, vielen Dank an Marco Lechner.